Ihr habt alte Stoffmasken und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt? Hier kommt mein DIY dazu. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren DIY-Video. Ja, ich habe gedacht, was macht man aus alten Stoffmasken, vor allem Disney-Stoffmasken? Ehrlich gesagt, also ich trage jetzt gar keine Stoffmasken mehr, weil die mir auch eigentlich viel zu dick sind. Klar, sie sind schön, aber man braucht sie auch nicht mehr. Und bei mir liegen sie jetzt einfach nur noch in der Ecke rum und ich dachte, was kannst du aus den Stoffmasken machen? Verwerten wir sie doch einfach. Und zwar zu so einer coolen Jeans. Ja, ihr seht tatsächlich das fertige Objekt. Wie wir es machen, zeige ich euch gleich Schritt für Schritt. Ist relativ einfach und wie gesagt, so könnt ihr eine alte Jeans aufpimpen, eure Stoffmasken verwerten. Und ich finde es richtig cool. Ihr seht, Baby Yoda guckt hier raus. Hier unten haben wir ein Mini, aber ja, so viel dazu. Hier hinten habe ich ja auch noch was am Po reingeklebt. Da kommt das Stichwort auch noch. Ihr müsst dafür nicht nähen können. Es reicht einfach Textilkleber, aber welchen da ich benutzt habe, kommt gleich noch. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachbastelt. Wenn ihr es tut, verlinkt mich gerne auf Instagram und ich reposte es auf jeden Fall und freue mich auf eure Ergebnisse. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie man so eine coole Jeans aufpimpen kann. Wir brauchen eigentlich gar nicht viele Sachen für dieses richtig coole DIY. Und zwar braucht ihr eigentlich nur eine Jeans. Egal ob jetzt Shorts, ob jetzt lange Jeans. Ihr könnt natürlich eine neue kaufen oder eine von euren alten nehmen, die euch noch passt, aber ihr findet, oh, die ist langweilig. Meine hat jetzt zwar, ist zwar schon ein bisschen kaputt, aber wir machen ja gleich eh noch mehr Löcher rein. Also ihr braucht einmal eine Jeans, ihr könnt auch ein Kleid nehmen, ihr könnt eine Bluse nehmen, keine Ahnung. Ihr könnt da eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wir nehmen jetzt einfach hier eine ganz normale Blue Jeans von mir. Dran braucht ihr natürlich Masken, alte Stoffmasken. Ich habe jetzt hier die natürlich von Shop Disney mit den verschiedenen Disney-Mustern. Ich habe hier Frozen, Pixar, Prinzessinnen, Mickey. Ich habe hier noch eine Baby-Yoda-Maske. Also ganz viele verschiedene, auch viel zu viele für die eine Hose. Aber ich habe mich endgültig nicht entschieden, welchen Stoff ich denn gerne in der Hose hätte. Das entscheide ich ganz spontan. Also ja, einige Stoffmasken, die ich halt nicht mehr gebrauchen kann. Dann natürlich Textilkleber. Ich habe jetzt hier den von Patex bei Amazon bestellt. Ich packe euch den Link gerne unten in die Infobox, aber ihr könnt auch jeden anderen Textilkleber nehmen. Der hier ist für Jeansstoffe auch geeignet, für Baumwolle, für Filz, Kokosfasern und verschiedene Mischgewebe und Kunstfasern. Und den kann man bügeln und waschen und es hält trotzdem. Genau, also den habe ich jetzt bei Amazon aber bestellt, kostet glaube ich 3 Euro oder 4 Euro. Und natürlich braucht ihr dann noch eine Schere. Ihr müsst ja einmal die Jeans kaputt machen und dann müsst ihr auch noch die Stoffe von den Masken zurechtschneiden. Aber davon gleich dann mehr. Ja, und das war's. Mehr braucht ihr für dieses DIY nicht. Bis auf den Textilkleber habt ihr wahrscheinlich sogar schon alles zu Hause. Dann nur noch in den Bastelladen fahren oder bei Amazon über Prime bestellen, am nächsten Tag da und loslegen. Ja, und das machen wir jetzt auch. Als erstes hole ich mal den Kleber aus der Packung. Ich habe mir jetzt noch schon mal durchgelesen, wie man den anwendet. Und zwar muss man auf beiden Oberflächen den Kleber auftragen. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und passgenau sein. Dann klebt man es drauf, wartet 30 Minuten und dann muss man noch drüber bügeln. Genau, das ist die Idee. Und als erstes schneide ich mir erstmal die Masken zurecht, damit ich weiß ungefähr, wie groß ich dann auch die Löcher in der Jeans mache. Weil wenn ihr natürlich das Loch zu groß macht, müsstet ihr gegebenenfalls zwei Masken zusammenkleben oder nähen. Und das wollen wir natürlich verhindern, denn wir wollen in diesem DIY nicht nähen. Ja, also schneide ich mir jetzt erstmal die Masken zurecht, die ich gerne verarbeiten möchte in der Jeans. Möchte auf jeden Fall hier so ein Baby Yoda drin haben. Ich finde, die Pixar-Maske passt auch ganz gut zu der Blue Jeans. Ja, machen wir einfach eine kunterbunte Mischung und ich gucke dann am Ende, was ich alles auf die Jeans packe. We'll be right back.
Ja, so, ich habe jetzt meine Stoffe zugeschnitten. Ich habe jetzt nicht alle Masken ausgeschnitten. Erstmal die Stoffe, die ich präferiere, die ich gerne haben möchte. Und ihr seht, da unten drunter sind immer, tatsächlich waren die Disney-Stoffmasken dreilagig. Sieht man jetzt ganz gut. Der Disney-Stoff und zweimal diese Baumwollschicht. Also ja, waren schon gut gepolstert. Das wollen wir jetzt aber nicht, das kann alles weg. Ihr braucht halt nur diesen Disney-Stoff. Ihr braucht auch keine, also für dieses DIY müsst ihr jetzt nicht unbedingt Stoffmaske nehmen. Ihr könnt auch jegliche andere Disney-Stoffe nehmen, die ihr noch zu Hause habt oder kauft, ne? Also ihr könnt im Prinzip aus jeder Jeans eine Disney-Jeans machen. Aber ich fand es eine ganz gute Idee, aus den alten Stoffmasken was zu machen. Ja, also das haben wir jetzt vorbereitet. Ich habe jetzt hier zweimal Pixar, Mini. Die Prinzessinnen, Mickey und einmal natürlich Baby Yoda. Ja, und jetzt gehen wir zur Jeans. Jetzt kommt der Fun-Teil und zwar das Kaputtreißen. So, das können wir erstmal wegpacken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Jeans zerrissen. Mache ich zum ersten Mal, aber das wird schon. So schwer ist es nicht. Wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, dass das Loch nicht größer wird als das Motiv, was ihr jetzt benutzen könnt, wollt. Das eine Loch habe ich ja schon, das werde ich ein bisschen größer machen. Machen wir das mal direkt. Ihr müsst einfach nur ein bisschen reißen an einer Jeans. Und dann geht es schon kaputt, aber wie gesagt, vorsichtig reißen. Ja. Ich mache erstmal ein paar Löcher und guck mal, legt mir denn den Stoff dann so rein. Ich kann euch das mal demonstrieren und mache gleich mal den Schnelldurchlauf mit den Löchern. Also, ihr habt dann hier das Loch und dann legt ihr da den Baby-Yoda-Stoff hin, guckt, ob es passt oder, ne, oder einen anderen Stoff. Braucht ihr mehr Platz? Ihr seht, also ich brauche für Baby-Yoda auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stoff. Ja, aber ich mache jetzt mal die Löcher rein und dann gucke ich, wo ich was hinplatziere. Mal vier Löcher gemacht. Ich möchte erst mal gucken, wie das dann aussieht. Auch angezogen, ob ich noch mehr Löcher mache. Und ich habe auch einen noch testweise hinten in der Tasche gemacht. Mal gucken, ob das was nach aussieht. Das war jetzt einfach testweise, wie gesagt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und hier steht ja auch ein bisschen was über. Das kann man aber nach dem Aufkleben auch noch abschneiden, dass es nicht so runterhängt. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. So, dann drehen wir jetzt mal die Hose auf links. Und dann kommt es zum Kleben schon. Also wie gesagt, super schnelles DIY. Dann habe ich ja gleich Pause, weil das muss ja eine halbe Stunde trocknen, der Kleber. So. Jetzt müsst ihr so legen, dass es gerade liegt, auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr die Fetzen, könnt ihr wie gesagt entweder abschneiden oder nach außen legen. Und dass ihr halt nur wirklich am Rand klebt, wie ihr das möchtet. Ich lasse die Fetzen erstmal dran und gucke, wie es aussieht. Also ich habe es mir jetzt erstmal so, ich habe es erstmal reingelegt und dann lege ich es gerade. Dann hole ich mir meinen Kleber und gucke, welchen Stoff ich nehme. Gucken, ob. Ne, ich wollte Baby Yoda. Also ihr seht, also Baby Yoda passt tatsächlich nicht, weil oben ein Stück größer abgerissen wurde. Da glaube ich, muss ich Mini nehmen. Mini ist relativ groß. Es muss halt den ganzen Stoff bedecken, genau. Also Mini passt drauf. Mini kann man draufkleben. Also machen wir das auch. Ich überlege jetzt, ob ich erstmal, ob ich jetzt noch von Mini ein Stück abschneide. Aber da habe ich Angst, dass ich dann irgendwann, das ist zu viel abgeschnitten ist. Ich lasse es erstmal drauf und dann kann man es nach dem Trocknen immer noch und die Bügel immer noch abschneiden. Also, ich mache das zum ersten Mal. Also, ich bin genauso blauäugig wie ihr, aber wir testen das natürlich alles. So, also einmal Kleber hier am Rand verteilen. Natürlich nicht in die Hose rein, das ist schlecht. Meine Reste hier.
So. Dasselbe natürlich bei Mini. Bei Mini auf der hübschen Seite. Obwohl, der Stoff ist so dünn. Ich probiere es erstmal ohne. Das steht zwar auf beiden Seiten, aber ich probiere es erstmal ohne. So. Drauf damit. Das hält ja super. Ich würde sagen, ich teste erstmal Mini, warte eine halbe Stunde für euch und dann teste ich mal weiter, ob das auch wirklich geklappt hat. Das ist mir sonst jetzt zu risikoreich, wenn das nicht hält mit den anderen, dass es ein komplettes Desaster wird. Also ich warte jetzt eine halbe Stunde, bügel das und gucke, ob aus Mini was geworden ist und dann machen wir, würde ich sagen, den Rest. So, da bin ich wieder nach einer halben Stunde. Ich bin bei sowas echt ungeduldig, ne? Einfach liegen zu lassen, ohne es anzufassen und das Ergebnis zu sehen. Aber ich war geduldig, habe eine halbe Stunde gewartet, habe es dann jetzt auch gebügelt. Und ich habe es mal kurz umgedreht und geguckt und ich finde, es sieht richtig gut aus. Also der Kleber ist jetzt fest. Man sieht das hier, man kann jetzt da natürlich den überstehenden Stoff einfach abschneiden. Das mache ich dann später, aber ich möchte euch mal kurz die andere Seite zeigen, weil ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Ja, da ist es. Da ist mein kaputtes Loch. Die Ecke habe ich tatsächlich ein bisschen damit angeklebt. Die hier ist so ein bisschen lockerer. Also ich finde das tatsächlich richtig cool und sagen wir mal ein überklebtes Mini-Loch. Das kann man jetzt, wie gesagt, könnte man jetzt noch abschneiden. Man kann jetzt noch so ein paar Fransen draus machen. So ein bisschen cooler. Mal gucken, was ich daraus... Ihr seht hier, so kann man die Fransen ziehen. Das kann man dann machen, wie man möchte. Aber ja, also für mein erstes Loch ist schon mal richtig gut gelungen. So, jetzt gucken wir mal, was wir aus den anderen Löchern noch machen. Jetzt weiß ich ja, das funktioniert. Und das Bein ist im Prinzip dann schon fertig. Hinten... Wo ist denn das hintere? Moment... Muss ich mal überlegen. Hier war das hinten. Ne, das ist vorne. Wo habe ich denn nochmal hinten? Oder habe ich hinten kein Loch gemacht? Doch. Egal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber dann machen wir erstmal die zwei Löcher auf der anderen Seite. Wie gesagt, habe ich zwei gemacht. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal, was ich draufklebe. Ich glaube, für Baby Yoda ist es hier oben wieder zu groß. Genau. Ich gucke mal, ob ich ihn hier reinkriege. Müsste ich das Loch so ein bisschen größer machen vielleicht. Also, oder halt wieder so einknicken. Und dann halt, dass für Baby Yoda genau reinpasst. Ich muss mal gucken. Nee, es ist wieder zu lang, das Loch. Ich brauche ein breiteres Loch für Baby Yoda. Baby Yoda ist hoch... Also, müsste so Loch mehr sein als so. Ich habe die irgendwie alle nach oben gezogen. Egal. Dann machen wir mal ein Pixar-Bein, würde ich sagen. Ja. Machen wir hier die zwei Pixar-Motive drauf. Finde ich gut. So, dann machen wir hier oben das Blaue. Jetzt kann man sich natürlich noch aussuchen, welches Motiv man gerne ungefähr im Loch hätte. Ich glaube, ich bin damit so ganz zufrieden und und dann noch weiß ich. Und man muss auch darauf achten, dass man die auch richtig herumklebt. Gut, bei dem Stoff ist es jetzt egal, weil es geht irgendwie in alle Richtungen, aber ich möchte, dass gern Mike Koslowski so zu sehen ist. Ja, das mache ich jetzt wieder mit dem Kleber fest. Warte eine halbe Stunde, bügel. Ich nehme euch jetzt nicht mit zum Bügeln. Also es kann jeder mal drüber bügeln. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen nach einer halben Stunde. Und dann machen wir die. Und dann muss ich tatsächlich noch die Tasche machen. Das wird ein bisschen komplizierter. Das bin ich mal sehr gespannt, ob das auch funktioniert. Ja, es ist wieder etwas Zeit vergangen und die anderen zwei Löcher sind jetzt auch zugeklebt. Und finde ich richtig cool, das Pixar-Bein. Ich muss hier noch ein bisschen was abschneiden, damit man auch
Mai Koslowski sehen kann. Aber es ist ein sehr kleines Loch, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und hier das größere, das werde ich auch wieder, wie gesagt, mal ein bisschen abschneiden, dass man da auch das Muster besser sieht. Ja, was ich dann jetzt im Nachhinein auch festgestellt habe, ist, dass es mit dem Loch am Hintern, glaube ich, nicht so eine gute Idee war, weil ich kann es ja nicht auf links drehen, so gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das einigermaßen dran klebe. Ja, also man muss ja hier dann irgendwie rein und dann muss es aber glatt sein und ach ja. Vielleicht klebe ich es also irgendwie doch von rechts. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Dass ich hier den Kleber drauf mache und dann halt, dass es so, dass ich erst den Stoff reinlege, den Kleber drauf mache und dann es festklebe, weil anders komme ich da jetzt tatsächlich nicht so gut rein. Also das würde ich wahrscheinlich jetzt nochmal nicht machen. Und ich habe jetzt eben nochmal kurz angezogen. Ich würde tatsächlich über der Mini auch noch ein Loch reinmachen. Gleich und da auch noch was reinkleben. Vielleicht dann auch passend zu Miki. Ich habe auch noch die Prinzessin. Also die Hose kann noch ein paar Löcher vertragen. Aber hier hinten am Hintern würde ich euch jetzt mal nicht raten. Aber ich versuche es trotzdem einigermaßen jetzt noch hinzubiegen. Und hinten tatsächlich Löcher will ich auch nicht machen. Ich will die Löcher alle nur vorne halten. Ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Naja, ich versuche es jetzt hier irgendwie hinzubiegen. Ich bin tatsächlich fertig geworden mit meiner Jeans. Ich zeige sie euch gleich auch nochmal angezogen. Aber erstmal, was habe ich gemacht? Also nochmal Baby Yoda hier drin. Hier seht ihr ihn. Den kleinen Kerl. Da guckt er raus. Ja, Mini. Hier auf der Seite haben wir eine Pixar-Seite. Ich habe auch ein bisschen was abgeschnitten tatsächlich. Und bei Jeans. Die fransen ja sehr schnell aus und wenn ihr dann so einen Lappen, der übersteht, der zu weit groß ist, abschneidet, dann könnt ihr einfach hier so dran zuppeln und dann franzt das automatisch so ein bisschen mehr aus und sieht halt juster aus, kann man das so sagen. Ja, und hinten die Po-Tasche, ja, habe ich jetzt auch die überstehenden Lappen abgeschnitten und ja, finde ich jetzt okay. Aber wahrscheinlich würde ich es jetzt nicht nochmal machen, kann man natürlich auch dann auch hier so dran zuppeln und ausfransen. Ja. Also man könnte natürlich jetzt noch mehr Löcher machen, aber ich wollte es halt ein bisschen dezenter halten. Wie gesagt, man kann das auch bei einer Shorts machen, bei einem Kleid, bei Kindershorts, bei Kinderhosen. Kann man da der Kreativität freien Lauf lassen. Und ich finde es eigentlich eine richtig coole Verwertungsidee für die Disney-Masken. Ja, ich zeige euch jetzt aber die Hose erstmal noch angezogen. Ja, und ich hoffe, dieses einfache DIY hat euch gefallen und ja, vielleicht verwertet ihr eure Disney-Masken ja demnächst auch so. Wenn ihr das tut, bitte verlinkt mich gerne auf Instagram, postet es in eurer Story und ich würde mich sehr freuen auf eure Ergebnisse. Ja, und das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!